Hallöchen, willkommen zurück. Wir haben ja das Finale in der Champions League erreicht und jetzt müssen wir in der Liga noch die letzten zwei oder drei Pflichtspiele hinter uns bringen. 33. Spieltag gegen die TSG 1899 aus Hoffenheim. Die ist zu Gast in der Allianz Arena. Wir haben jetzt in den nächsten zwei Wochen natürlich nur diese zwei Ligaspiele und deswegen kann ich schon die spielen lassen, die natürlich auch sonst so am fittesten wären. Ich fange mal an mit Odegaard, der wird zwar recht schnell wieder Platz sein, den werde ich dann auswechseln müssen. Rafinha ist fit, RV, Kimmich geht aber auch, trotzdem mal ein ganz fitter. So, Boateng, dafür haben wir den Martinez. Schweinsteiger, der wird eingewechselt werden. Robben Ribéry, also irgendwo muss ich mir noch was, also ja, Fischer wird kommen müssen. Ihr seht es, also Lahm ist noch nicht wieder ganz fit. Kimmich ist aber recht fit, den lasse ich dann mal für Mats Hummels spielen. Ist jetzt nicht ganz so einfach. Also ich muss, ja, Bernat fitter als Alaba. So, dann habe ich die Abwehr schon mal. So, Odegaard ist klar, da muss zur Halbzeit der Schweinsteiger kommen. Ribéry und Robben, das hält auch nicht bis zum Ende. Da kommt dann über rechts der Fischer. Obwohl, ich könnte auch Leroy Sané bringen, das werde ich mir kurzfristig überlegen, je nach Spielstand natürlich. So, Philipp Lahm, ganz fit, der muss einfach dann für Vidal. Oh, der ist nicht fit. Gut, dann fange ich so an. Müller vorne, Robben, Ribéry, also eng ist es. Auf geht's, ab ins Stadion. Willkommen meine lieben Freunde, FC Bayern München gegen TSG 1899 Hoffenheim. Die Allianz Arena freut sich, das vorletzte Ligaspiel der Saison wird hier jetzt starten. Einfach nur super geil. Erster gegen 12. Ihr seht es, ich habe hier 17 Punkte Vorsprung, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Egal. 17, ne? Ja. So, treffsicherste Vereine, 74 Tore, es ist mit Abstand meine bisher erfolgreichste Saison, nicht nur in FIFA 17, sogar, ich würde sogar sagen, FIFA 16 mit eingeschlossen, seitdem ich auf Weltklasse spiele, also Road to Legende nächste Saison, mal schauen, ob ich direkt auf Legende anfange in der nächsten Saison. So, jetzt werden wir erstmal gucken, Cookie. So, Odegaard will natürlich direkt drauf gehen. Der muss natürlich so ein bisschen schonen, der mit seiner Ausdauer von 44. So, aber jetzt kommt es natürlich nicht nur auf Odegaard an, sondern hier auf die ganze Mannschaft. Kimmich kann überall spielen, heute mal in der Innenverteidigung. So, Odegaard. Und der, schade, ein bisschen weit. Aber vom Dribbling her Martin Odegaard, also wow, spielt sich richtig gut. So, Vidal, Alonso, Robben. Rafinha macht mit, kriegt den Ball aber nicht. So, und Rafinha höchst motiviert, wo unser Bundesjogi sagen würde, im höchsten Tönen löben. Was? Okay, so sagt er das nicht. Aber höchst motiviert ist, glaube ich, so ein typischer... Arturo Vidal! So, es ist gerade ein bisschen schwierig durchzukommen. Arjen Robben! Latte! Und Ribéry! Boah, Arjen Robben, der will ja hier noch Dings werden. Wie sagt man das? Der braucht ja nochmal die Tore für die Torschützenjägerkanone. Ist mir auch seit Ewigkeit nicht mehr gelungen. Ich glaube, zuletzt mit Ronaldo FIFA 16. Der kommt der nächste Saison wieder zu den Bayern. Muhaha. So, Arjen Robben. Mit Müller. Stark wieder auf Robben. Und wieder abgefälscht. Ist denn das zu fassen hier? Zweites Riesending. Arjen Robben. Aber FIFA 16 hätte das noch Elfmeter gegeben. Handelfmeter. So, Ribéry.
Also die Möglichkeiten sind bereits da. Ribéry geht drauf, Einwurf Bayern. Nach einer Viertelstunde die TSG hier richtig unter Druck. So, wieder Robben. Nein, der kommt nicht an. Befreiungsschlag der Hoffenheimer. Juan Bernat. Ribéry sagt Spiel. Er spielt. Oh! Annahme, Ribéry. Was ist da los? Ja, Arjen Robben, der verzweifelt hier gleich nach 18 Minuten. Auf geht's, Bayern schießt ein Tor. So, Odegaard, schön. Alonso. Odegaard. Und es gibt den Elfmeter. Oder? Zumindest wurde hier, kam der Aufschrei. Oh, das ist aber im 16er. Gelbe Karte. Oh, Süle. Gibt es nicht. Arjen Robben wird natürlich antreten. Und wird hier das Ding natürlich... Nein, schon wieder das Aluminium. Wie es hier einfach nicht sein soll. Neuer hat ihn. Ja, und wieder schön auf Ribéry. Und das ist der nächste Elfmeter. Hoffenheim, Hoffenheim. Kader Rabeck diesmal. Was machen die hier? Ja. Also es ist nicht mal so Arjen. Sondern diesmal ein bisschen mehr Wumms. 1-0 Bayern. Arjen Robben. Höchst verdient hier, höchst, wirklich höchst verdientes 1-0. Oh. Elfmeter verschossen, Lappenknaller, das andere Handding hätte er auch schon. Na, oh. So, wenn der Elfmeter wieder nicht drin gewesen wäre, ne? Manchmal muss man das Glück eben auch erzwingen. So, prima, ich freue mich. Oh, so schön und einfach kann Fußball sein. Franck Ribéry. Keine Power mehr. Und das dauert zu lange. Martin Odegaard auch nichts Power mehr. Auf Thomas Müller. Ja, Ribéry und Odegaard ausgepowert nach einer halben Stunde. Saisonende steht hier direkt vor der Tür. Noch ein Einwurf Bayern. So, Rafinha. Auf Ribéry! So, jetzt kommt hier irgendein... Ja, oh, letztes Ligaspiel gegen Leverkusen. Das nehmen... Abstoß. Naja, Leverkusen nehmen wir natürlich gerne nur mit. Noch einmal mit. Die Spiele sind ja jetzt nur noch wöchentlich, nachdem man hier das Finale erreicht hat in allen Wettbewerben. Oh, Odegaard, geil, Doppelpassspiel. Nein! Robben meint es gut. Robben geht hier mal nicht weiter drauf. Ja, Odegaard stark. War eigentlich auf Vidal, nicht auf Ribéry gedacht.
Aber der Vidal fühlte sich an dieser Stelle überhaupt nicht verantwortlich für den Ball. So, Juan Bernat. Ribéry, 2-0! Ribéry heute! Die Jungs machen halt den Unterschied. Schade, dass sie so alt geworden sind. Ribéry hat Probleme mit der Kondition. Arjen Robben mittlerweile auch. Ja, aber man sieht's. Ich werde sie auch nächste Saison behalten. Ich weiß nicht, ob man die Verträge auf Ergänzungsspieler irgendwie ändern kann. Wenn es mehr Geld gibt für die Jungs, mal sehen. Also, heute Hoffenheim. Auch kein Problem. Odegaard nochmal. Stark, Robben, Müller. Und da sehen wir ihn schon wieder. Ribéry immer noch fleißig nach vorne. Ja. So, Nachspielzeit läuft. Den lassen wir mal ins Ausgehen. Einwurf Bayern. Ja, Alonso ist auch noch so ein Kandidat für, wo ich überhaupt nicht weiß, soll ich den verlängern, soll ich den behalten, was mache ich mit den Alonso? Schweinsteiger, das wird es gewesen sein, denn der schafft nicht mehr als eine Halbzeit, genauso wie Odegaard, das ist halt, ja, was soll man sagen, ne? So, aus den Außen warte ich noch, dann kommt Sanchez nochmal für Alonso. Und dann wechsle ich nachher Rob oder Rip. Mal gucken. So, schöner Doppelwechsel zur Halbzeit. War kein typischer Alf-Puschen-Dreierwechsel hier. So, Ribéry, ein bisschen mehr Power hat er jetzt wieder. Und Ribéry, Müller! Oh, Vidal, schade. Oh, mutig gespielt. Naja. Ja, hier auf der PlayStation hält er wenigstens mal was. Im Real Life geht er nahezu jedes Ding ins Tor. Siehe Schalke, ein Schuss, ein Treffer. Freistoß Naldo meine ich jetzt im Speziellen. Und hier hält er was, nach diesem Geburtsstück da am 16er. So, Müller, der hat noch Feuer und Sanchez sowieso. Mit 99 mein konditionsstärkster Spieler. Oh, schon wieder Elfmeter. Wer war es diesmal? Diesmal gibt es die gelbe Karte. Diesmal gibt es gelb für Kader Habeck. So, Arjen, gut, dass ich den noch nie ausgewechselt habe. Ja, Sanchez dürfte ein Stückchen schneller sein, so. So, wieder Arjen Robben. Also, Keeper hat die richtige Ecke raus, aber diesmal haben wir zu hart geschossen. 3-0 wieder durch Arjen Robben. Ja, kriegen wir das hin? Das Arjen Robben hier noch. Merkwürdiger Anlauf diesmal. Ich hätte mal wieder höher schießen sollen. Aber gut. Arjen Robben hat jetzt 17 Ligatore. Ich weiß nicht, wo er damit steht. Ob er dann im nächsten Spiel nochmal treffen muss. Man weiß auch nicht, was die Konkurrenz macht. Die schläft ja nicht. Vidal hier ganz stark. Und nochmal, oh, Müller trifft Vidal. Abseits, ja. Goldrichtige Entscheidung.
Schweinsteiger. Oh, Sanchez, mein lieber Herr. So, Schweinsteiger wahrscheinlich in seinem vorletzten Spiel für die Bayern. Ribéry sehr weit reingerückt. Schweinsteiger macht mit. Nochmal auf Ribéry. Der wird gleich auch gehen müssen. Schade, den hätte ich gerne auf Schweinsteiger gelegt. Ja, Sanchez ja mit dem phänomenalen Tor gegen ManU. Sanchez. Und Müller! 4-0. Mehr Glück als Verstand gerade. Aber man muss das Glück manchmal eben auch erzwingen. Hier nochmal ein schönes 4-0 mit Thomas Müller. Thomas Müller. Fums. Oh, was macht der Torwart? Er schreckt zusammen. Also. 9. Oh, das perfekt zum Wechseln eigentlich. Ja, Ribéry wird raus und dann kommt hier nochmal der junge Fischer. Darf es auch nochmal seine Spielzeit abholen. Robben bleibt für den Fall, dass die TSG hier noch einen Elfmeter verursacht. Oh, Martinez! Oh, Neuer! Heute hält er mal, was er verspricht. Der Manu. Halt den Ball bitte fest. Ah, schade. So, hier ist Fischer. Nein! So, Vidal steht auch sensationell gut. Oh! Also jetzt gerade habe ich weniger Glück als alles andere. So, Bernard hat ihn. Schweinsteiger, Müller, Emil Fischer. Ah, Junge. Er ist aufgeregt. Will noch ein Tor machen. So, Bernard nochmal dazwischen. Auch immer gute Ergänzung, falls Alaba. Ah, Vidal. Stark. So, auf Tour Vidal. Macht hier. Oh. Nein, so nicht. So doch nicht. So, Schweinsteiger, Thomas Müller. Oh, schön auf Emil Fischer. Immer noch Fischer. Nein, wollte ihn auf Robben. Es gibt wieder Elfmeter. Es gibt hier wieder einen Elfmeter, glaube ich. Der vierte Elfmeter im Spiel. TSG 1899 Elfmeter. Ja, den wollte ich unbedingt auf Robben spielen, den Ball. Ich dachte, Robben macht den entscheidenden Schritt noch in die Mitte. So, aber. Ein Robben. Bums. Diesmal die andere Ecke. 5-0. Ja, nur zwei Tore aus dem Spiel heraus, glaube ich. Drei durch Elfmeter.
Aber trotzdem 5-0, die Hoffenheimer, die sind ja hier außer Rand und Band heute. Ja, ich habe mir gedacht, den Elfmeter muss ich jetzt nochmal andere Ecke machen. So, 5-0. Hat es auch lange nicht gegeben. Ich bin eigentlich voll stolz gerade, dass ich hinkriege, auf Weltklasse 5-0 zu gewinnen. Oh, 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 oh! Gut, ich gewinne nur 5-1. Die TSG macht nochmal einen Ehrentreffer, wie man das so schön sagt. Ja, hinten geschlafen. Ich meine, die Flanke war ja auch übelst geil und dass er da so in der Innenverteidigung vorbeiläuft. So, nächste Saison wird die Mannschaft wieder ein wenig verändert werden, ist ja klar. Spieler werden gehen, Spieler werden kommen, Spieler werden verliehen. Ich glaube, Thiago kommt zurück vom Leihgeschäft. Wieder ein Foul. Wieder gibt es hier Gelb, diesmal für Scheer. Fabian Scheer mit der gelben Karte. Und das war's. 5-1 unterm Strich. Meister war ich ja schon vor ein paar Wochen. Heute haben wir quasi nochmal unterstrichen und drei Ausrufezeichen dran gesetzt. Wir sind Meister. Und womit? Mit Recht. Ja, Arjen Robben, ganz klar Man of the Match, würde ich sagen. Hat einiges für die Torjägerkanone getan heute. Und ich will auch gleich gucken, wie gut es jetzt aussieht für Arjen Robben. Ob da diese Gala-Vorstellung gereicht hat oder ob sowas in der nächsten Woche dann nochmal folgen muss. Ja, schauen wir mal. So, Tabellen, Top-Torjäger, ja, 18-14, also 4 Tore wird Bittenkurt wahrscheinlich nicht in einem Spiel machen. Machen wir nochmal Spielerentwicklung. So, wen haben wir denn hier? Wir haben auf jeden Fall Bennett. Da erhoffe ich mir doch einiges. Noch von dem Jungen. So, dann habe ich hier Fischer. Geht auf die 80 zu. Also hat, oh, hat auch schon einen ordentlichen Wert. Ja, ich weiß nicht, wen ich da noch weiterhin fördern und fordern soll. So, Sanchez, da nehme ich wieder Torschuss. Ihr habt es gegen Menu gesehen, warum ich Fernschüsse mit dem übe. Ja, muss ich glaube ich nicht mehr erklären. Odegaard, ganz klar, irgendwas, wo auch Kondition bei ist. Ausdauer dabei durchsetzen. So, und dann habe ich noch, wen haben wir da noch? Innenverteidiger haben wir nix. Dann hätte ich noch einen Benko. Oder halt einen Kimmich, der ja nun auch schon ziemlich hoch hier im Dings ist. Aber bei dem bringt es diese Saison einfach nichts mehr. Dann nehmen wir doch mal lieber nochmal einen Jungen. Nehmen wir nochmal Bennett. Hier, Torvorlagen. Da macht er dann immerhin nochmal ein paar Pünktchen. Pünktchen und Anton. Oh, hat sich keiner verbessert. Na, nünana. So, genau. Gucken wir nochmal auf den Saisonplaner. Kalender. Eine Woche Pause, dann Leverkusen. Oh, und dann kommt DFB-Pokal nach vielen Tagen. Dann kommt Man City. Also, und dann ist schon hier WM 2018. Da muss ich auch noch die Mannschaft fertig machen. Das können wir ja jetzt mal am Ende machen. So, Nationalteam-Berufung. Neuer ist klar. Bernd Leno, Ralf Fährmann. Kann ich den jetzt tauschen gegen einen Reus? Man braucht hier in FIFA nur 2 Torhüter. So, Boateng, Hummels, Mustafi. Bender. So, ich habe einen Süle. Nehmen wir mal den Bender raus. Was haben wir denn? Den Draxler nehmen wir dafür nochmal mit. Der wird hoffentlich nochmal wieder fit bis dahin. So, Kimmich ist klar. Bellarabi. Meier, ZOM. Leroy Sané, André Schürrle, Mittelstürmer Müller und Volland. So, ich habe LM, RM, ZM, ZOM. Reus habe ich jetzt mit. Toni Kroos, Mesut Özil, RV Ginter, LV Schmelzer. Für Mertesacker gucke ich mal, ob hier noch ein LVRV zur Verfügung steht.
Ach so. So, RV Philipp Lahm natürlich. So, dann Schmelzer ist natürlich auch nicht so der. So. Dahut auch schon 82 Geiss. Hat mich hier noch nicht so überzeugt. Kedira ist auch nur ein 82er. Stindl Castro Gomez als Stürmer. So, Mitchell Weiser können wir hier mal mitnehmen. Der hat sich's wahrscheinlich verdient. So, und dann Stürmer. Da lade ich dann. Ich hätte gerne noch einen Stürmer. Volland, Schürrle. Leroy Sané wird wahrscheinlich RM. LM habe ich Schürrle, das ist okay. Da hätte ich noch Marco Reus. ZM, ein ZM zu viel. ZOM Özil. Oder halt Draxler. Oder Götze. So, dann hätte ich ZM Kimmich. Gündogan. Ich muss ein ZOM zu Hause lassen. Max Meyer, tut mir leid. You are too much. Zu viel. Und da hatte ich jetzt gesagt, da will ich gern den Gomez mitnehmen, ne? Noch einen weiteren Stürmer. Ja. So, auf diese Mannschaft werde ich absenden. Hoffentlich es geht mit Draxler. Ah, okay. Ich hoffe, dass mit Draxler wird noch was. So, ich werde ihn jetzt natürlich erst nochmal wieder rausnehmen. Und Meier wieder mitnehmen. Mal gucken, wie lange der jetzt verletzt war. Der war ja 3 Monate, ne? Naja, gucken wir bei der nächsten Folge. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen!